Geheimnisse des Regenbogentals. Gute Nachtgeschichten für Kinder. In einem malerischen Tal, umsäumt von weich gezeichneten Hügeln und durchzogen von einem Fluss, dessen Wasser im Sonnenlicht funkelte, lebte ein kleines Mädchen namens Mia. Mia, gerade einmal 5 Jahre alt, war in der ganzen Gegend bekannt für ihre unerschöpfliche Fantasie und ihre tiefe Liebe zur Natur. Tag für Tag streifte sie durch die Wälder und Wiesen ihres Heimattals, immer auf der Suche nach neuen Entdeckungen, die ihre Neugierde stillen und ihre Fantasie beflügeln konnten. Eines Abends, als die Dämmerung bereits die Farben des Tages in sanfte Töne hüllte und Mia sich behaglich in die weichen Decken ihres Bettes kuschelte, geschah etwas Wunderbares. Am Himmel, der sich nach einem Regenschauer in einem zarten Abendrot zeigte, erschien ein Regenbogen. Doch es war kein gewöhnlicher Regen. Er leuchtete mit einer Intensität, die Mia in ihrem jungen Leben noch nie gesehen hatte. Die Farben strahlten so lebendig, als wären sie mit Magie gewoben, und ein Strahl schien direkt in Mias Zimmer zu leuchten, als wollte er sie zu etwas Großem einladen. Dann, kaum als sie Zeit hatte, sich über das Phänomen zu wundern, hörte Mia eine sanfte Stimme, die flüsterte: Komm Mia, wir gehen auf eine Entdeckungsreise. Von Vorfreude überwältigt, getrieben von ihrer unstillbaren Neugier, folgte Mia dem Ruf des Regenbogens. Kaum hatte sie das Fenster ihres Zimmers hinter sich gelassen, fand sie sich in einem Tal wieder, das sich von ihrem heimischen auf die magische Weise unterschied. Es war, als wäre der ganze Ort in das lebendige Licht des Regenbogens getaucht. Jedes Blatt, jeder Stein, jedes Rinnsal des Flusses funkelte in unterschiedlichen Farben. Ihr erster Begleiter auf dieser unglaublichen Reise war der weise alte Baum Yggdrasil, dessen Äste sich weit in, als würden sie die Sterne selbst berühren wollen. Yggdrasil sprach zu Mia mit einer Stimme, die so alt und tief klang wie das Echo vergangener Zeiten. Er erzählte ihr von der Bedeutung der Natur, von der lebensnotwendigen Rolle, die Bäume in unserem Ökosystem spielen. Mia lernte über Photosynthese, den Prozess, durch den Bäume Sonnenlicht in Sauerstoff umwandeln, und warum dieser Vorgang so entscheidend für saubere Luft ist. Ihr junges Herz füllte sich mit Staunen, einer neuen Wertschätzung für die grünen Riesen, die ihr bis dahin so selbstverständlich erschienen waren. Vom Baum der Weisheit führte der Pfad des Regenbogens Mia zu einem zauberhaften Garten, in dem sie auf Gaia traf. Gaia, die Gärtnerin, deren Hände die Fähigkeit besaßen, Leben aus dem kargsten Boden zu ziehen, zeigte Mia, wie aus winzigen Samen prächtige Pflanzen erwachsen. Sie sprach von der Bedeutung der Fürsorge für die Umwelt und lehrte Mia über die Vielfalt der Pflanzenarten. Jede Blume, jedes Kraut trug eine eigene Geschichte in sich, eine spezielle Rolle in dem endlich komplexen Ballett des Lebens. Die Reise ging weiter zu einem kristallklaren See, dessen Wasser so rein war, dass man bis zum Grund sehen konnte. Hier traf Mia auf Finn, den fröhlichen Fisch, der mit einem Lächeln und einer Schwanzflosse begrüßte. Finn erzählte ihr von der Welt unter der Wasseroberfläche, einer Welt, die so reich und vielfältig, dass Mia kaum glauben konnte, was sie sah und hörte. Sie lernte über die Bedeutung von sauberen Gewässern, nicht nur für die Kreaturen, die in ihnen lebten, sondern für das gesamte Ökosystem. Als die Nacht tiefer wurde und der Himmel sich mit Sternen füllte, nahm der magische Regenbogen Mia mit auf eine letzte Etappe ihrer nächtlichen Entdeckungsreise, hoch hinauf in den Sternenhimmel. Dort, in der unendlichen Weite des Universums, traf sie auf Stella, die Sternschnuppe.
Stella mit einem leuchtenden Schweif, der die Dunkelheit durchschnitt, war ein wahrhaft faszinierendes Wesen. Sie erzählte mir von den Geheimnissen des Kosmos, von fernen Galaxien und den unzähligen Sternen, die wie Sandkörner an einem gigantischen Strand verstreut waren. Jeder Stern, so lernte Mia, war eine Sonne. Und viele von ihnen waren Heimat für eigene Planeten. Vielleicht sogar für Lebensformen, die jenseits der menschlichen Vorstellungskraft lagen. Diese Begegnung hoch über der Erde weckte in mir eine tiefe Faszination für die Astronomie und eine brennende Neugier auf das, was jenseits des sichtbaren Himmels lag. Stella, die Sternschnuppe, lehrte mir, dass Universum voller Wunder und Geheimnisse ist, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Sie sprach von der Bedeutung der Sterne für die Orientierung der Menschen vor der Erfindung moderner Navigationshilfen und wie die Sterne auch heute noch Träume und die Vorstellungskraft von Menschen auf der ganzen Welt beflügeln. Mit einem Herzen voll neuer Erkenntnisse und einem Kopf voller Fragen, die Antworten suchten, führte der Regenbogen mir schließlich zurück in ihr gemütliches Bett. Die Reise durch das magische Tal, der Besuch bei Yggdrasil, Gaia, Finn und Stella hatten ihre Augen und Geist für die Wunder der Welt und das Universum geöffnet. Während der sanfte Glanz des Regenbogens langsam verblasste, schloss Mia die Augen und ließ die Erlebnisse des Abends Revue passieren. Einschlafen tat sie mit einem Lächeln auf den Lippen, bereichert um Wissen und Erfahrungen, die ihr Leben prägen würden. In ihren Träumen setzte sie ihre Reise fort, bereit, neue Abenteuer zu erleben und weitere Geheimnisse zu enthüllen. Mias Geschichte war eine Erinnerung an die unbegrenzten Möglichkeiten der Fantasie und an die tiefe Verbindung zwischen uns und der Natur, die uns umgibt. Es war eine Nacht, die zeigte, wie wichtig es ist, die Neugierde eines Kindes zu bewahren und die Welt mit staunenden Augen zu betrachten, bereit, die unzähligen Wunder zu entdecken, die auf uns warten, wenn wir nur bereit sind, hinzusehen und zu lernen. Gute Nacht.